Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich rede ich mal wieder mit euch. In dem heutigen Video schminke ich euch ein Make-up-Tutorial, inspiriert von Mockingjay von Tribute von Panem, da ja der zweite Part bald ins Kino kommt. Und ich habe sowas noch nie gemacht, also ein Chit-Chat-Make-up-Tutorial, aber ich wollte es trotzdem mal machen, um mit euch zu plaudern, ein paar Sachen zu erzählen, ein paar Live-Updates zu geben. Fände ich eigentlich ganz gut, deswegen mache ich es auch. Also grundsätzlich wird es bei dem Make-up einfach nur um die Augen gehen, wo ich euch dann noch näher heranhole. Deswegen werde ich jetzt einfach mal grundieren und die ganzen Produkte packe ich euch einfach in die Infobox, so ist das leichter. Ich weiß, ab und zu vergesse ich es wirklich auch in die Infobox zu packen. Aber das ist wirklich keine Absicht, es ist einfach mehr Arbeit, eine Infobox zu füllen, als man denkt. Es nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch und wenn man gestresst ist, dann vergisst man sowas leicht. Aber da braucht ihr mich einfach nur in den Kommentaren daran erinnern und dann füge ich das sobald ein, sobald ich halt Zeit habe. Gerade verwende ich meinen Primer, der die dunklen Augenringe verschwinden lässt. Bei dem Make-up-Look werde ich mich auf die Augen spezialisieren, wie ich schon gesagt habe, und passend zum Thema. Also ich verbinde Mockingjay eben mit dem Vogel und Feuer und ich will so einen ganz goldenen Look schminken. Und das Ganze ist eben anlässlich, weil der zweite Part bald ins Kino kommt. Da habe ich eine Verlosung für euch, ja. Also bleibt auf jeden Fall dran bis ans Ende des Videos, da erzähle ich euch mehr von der Verlosung. Ihr könnt was echt Cooles gewinnen. Und Konstantin Film hat mich eben eingeladen zur Österreich-Premiere von Mockingjay Part 2. Und ich freue mich schon extrem darauf. Also danke nochmal an Konstantin Film, dass ihr das möglich macht. Vor allem auch, weil Jennifer Lawrence einfach eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist. Ja, also ich wollte euch mal erzählen, wie ich das erste Mal die Hunger Games gesehen habe. Und zwar war das schon ziemlich lange draußen und ich habe frisch Schule gewechselt. Und da haben wir im Unterricht Hunger Games gemacht. Und ich kannte das eben nicht und alle haben eben schon das Buch gelesen und wir haben einfach angefangen, den Film zu schauen. Vor allem musste ich auch eine Zusammenfassung darüber schreiben und ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Also ich habe es irgendwie so hingequetscht. Und ich war natürlich am Anfang überhaupt nicht begeistert davon, aber als ich den Film gesehen habe, war ich hin und weg. Einfach diese Idee und der Grundsatz von dem Film, das ist, es ist einfach so richtig. Sowas hat man noch nicht gesehen. Also die Leute aus dem Kapitol, wie sie gekleidet sind, das fasziniert mich auch total, wie sie geschminkt sind. Dann einfach diese Idee von den Hungerspielen und dass einfach sich auch in den späteren Teilen das Volk gegen den Staat auflehnt. Ich bin einfach... Diese Geschichte, sie kriegt mich absolut. Und ich habe mir eben den ersten Teil, ich habe den ersten Teil so oft gesehen. Im zweiten Teil habe ich schon, also das Buch habe ich für den zweiten Teil gelesen. Und dann war ich auch im Kino. Und beim dritten war ich auch im Kino. Und dieses offene Ende, das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen freue ich mich schon so extrem auf den Film. Jetzt sette ich einfach das, was ich aufgetragen habe. Als Bronzer verwende ich diesen von Catrice, der hat so eine, ja, Ashy Radiance heißt der, also das Braun ist wirklich aschig und nicht so orangestichig, womit ich ja öfters irgendwie Probleme habe. Was ich euch noch erzählen wollte, weshalb ich mich so lange nicht gemeldet habe, es ist einfach saumäßig stressig. Ich habe es komplett unterschätzt. Also ich habe die 8. Klasse wirklich unterschätzt. Es ist stressig natürlich, ich krieg's hin und habe gute Noten, aber deswegen kann ich halt einfach nicht so viele Videos machen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, weil Videos neben der VWA, neben den normalen Tests, neben den Schularbeiten, neben die auf einen zukommenden Matura, außerdem habe ich ja auch noch irgendwo ein Privatleben, also ich gehe zum Beispiel zweimal die Woche tanzen. Und dafür muss ich immer nach Wien reinfahren, also es ist alles nicht so einfach. Und ich hoffe einfach, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür habt, weil es fällt mir echt schwer. Also es ist schwierig, das alles auf die Reihe zu bekommen, auch ein Familienleben und einfach die Freunde zu integrieren. Es ist nicht wirklich einfach. Ich habe eine Lösung dafür gefunden und zwar, in letzter Zeit war mein Leben relativ spannend. Spannend und anfangs, ich habe
ich habe relativ viel gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich würde so gerne vloggen. Und ihr müsst mir wirklich mal sagen, was haltet ihr davon, wenn ich... Okay, ich muss mich konzentrieren. Augenbrauen sind immer so eine Sache. Ich würde jetzt einmal durchbürsten. Also, was ich sagen wollte, ich habe eine Lösung dafür gefunden. Und zwar würde ich auch einfach so gerne so viele Sachen mit euch teilen und euch zeigen. Nur mit der Spiegelreflexkamera ist das etwas schwierig, weil die einfach schwer ist. Und ich möchte sie logischerweise nicht den ganzen Tag mit mir rumtragen. Aber ich habe mir jetzt eine Vlogging-Kamera gekauft. Und ich wollte euch fragen, was ihr davon halten würdet, wenn ich Weekly Vlogs machen würde. Weil mich persönlich würde das total reizen. Ich würde das natürlich anders gestalten, also irgendwie... schön zusammengeschnitten, versuchen eine Color Correction reinzubringen und mich würde das einfach urfreuen. Ich hoffe, euch gefällt das auch, weil das ist schon länger her, habe ich einmal einen Weekly Vlog gemacht, noch mit der Legria. Ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie nicht so gut angekommen, der hat echt wenig Klicks gehabt und ich weiß, man soll sich nicht von Zahlen so definieren und runterziehen lassen, aber mir passiert das trotzdem oft. Wenn Videos von mir einfach wenig Klicks haben, zum Beispiel mein letztes Video, das mit der Cheshire Cat, das kann ich euch gerne verlinken, es war mega viel Arbeit und ich habe mega viel reingesteckt und es hat einfach echt wenig Klicks bekommen, also vergleichsweise mit meinen Abonnenten und ich verstehe es einfach nicht, weil es hat gute Qualität, ich bin stundenlang am Schnitt gesessen. Ja, es hat mich schon ein bisschen runtergezogen und irgendwie allgemein diese Videoart gefällt mir jetzt gar nicht mehr so sehr. Ich möchte mich in eine andere Richtung bewegen. Ja, cool. Jetzt ist zum Beispiel mein Akku leer gewesen und ich muss den neu aufladen. Also, danach setze ich so einen leicht rosanen, rötlichen Ton in meine Lidfalte und nach außen, damit sich das verbindet. Das Ganze blende ich ineinander. Dann benutze ich nochmal Gold und viel Highlight. Das ist wichtig. So, mit dem Kupferton nochmal in die Lidfalte. Und dann benutze ich so ein Dunkelbraun, um das zu intensivieren. An die Wasserlinie packe ich schwarzen Kajal. Normalerweise trage ich das nicht, aber ich finde, das macht den Blick einfach ziemlich ernst. Das Ganze würde ich eigentlich, wenn ich jetzt wirklich so ein Special Make-up machen würde, noch mit viel Glitzer versehen und besonderen Wimpern, aber in meinem Fall mache ich jetzt einfach nur einen Lidstrich und Wimperndusche. Was sehr gut zu Tribute von Panem passt, sind so Wimpern mit Schmetterlingen, weil Effie Trinket hat mal so ein ganzes Schmetterlingsoutfit gehabt und da Schmetterlingsflügel an den Wimpern gehabt, das sah richtig cool aus. Gut, das sind jetzt die Augen und für die Lippen habe ich mir überlegt, einfach einen Alltagslippenstift. Lippenstift, ja auf jeden Fall, Michelle, einen Alltagslippenstift zu verwenden und einfach goldenen Lidschatten drüber zu legen. Der sieht ziemlich knallig aus in der Kamera, ist er aber nicht. Vertraut mir, in echt ist es nicht so rot. Und jetzt lege ich einfach goldenen Lippenstift. Lippenstift, Lidschatten auf die schimmernden Parts. So, das ist der fertige Look. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also alltäglich habe ich sowas jetzt noch nie getragen, aber ich überlege es mir wirklich, weil vor allem die Lippen gefallen mir irgendwie total gut. Ja, kommen wir zu der Verlosung. Und zwar ist das was wirklich Cooles. Ich verlose einmal ein Tribute von Panem, sozusagen Fanpaket. Es enthält ein Jutebeutel, zweimal Tickets für den Kinofilm, der jetzt rauskommt, in einem Kino eurer Wahl. Dann ein Schlüsselanhänger, ein T-Shirt und auch noch ein Postkartenset. Also, wenn ihr das gewinnen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ihr könnt es auch gerne teilen, wenn es euch gefallen hat. Und hinterlasst mir einfach einen Kommentar und aus den Kommentaren werde ich dann einfach einen Gewinner auswählen. Wenn ihr nicht gewinnen wollt, dann schreibt es einfach dazu. Aber ich glaube kaum, dass das jemand von euch möchte. Also... ich werde euch natürlich alle Links in die Infobox packen, irgendwas, was ich erwähnt habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Weekly Vlogs. Also dann, bis zum nächsten Video.